Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Orcs Must Die 1. Wir haben jetzt die letzte Welle gepackt, haben jetzt 7 Schädel. Das heißt, ich kann mir leider nichts leisten, wieder mal. Aber okay. Wir wollen ja weitermachen. Windgürtel. Nicht gerade viel Platz zur Verfügung. Vom Tor zum Spalt ist für die Orks nur ein kurzer Weg. Diese Säuregruben könnten nützlich sein. Versuchen wir eine Bodefalle noch mit. Mana wieder herstellen, lädt sich wieder auf. Damit kenne ich Vampirhandschuh. Das nehmen wir noch mit. Herfalle, komm, nimm mit. Herfalle auch noch mit. Also, wo müssen sie hin? Das sind die Tiergruppe. Da müssen sie hin, okay. Das wird ein Spaß. Ja. Etwas Feines für dich. Na, hoffen wir mal, dass das so weit funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also sie kommen von da vorne. Das ist echt verdammt kurzer Weg. Meine Füße tun weh. Oh fuck, die kommen ganz schön weit diesmal. Ich muss auf die Seite hin aufpassen. Oh fuck. Fall in die Fresse. Oh, das hat sicher wehgetan. Oh, lecker mio, da kommen ja einige. Ja, aber zumindest kommt jetzt noch... Parks sind durchkommen. Okay. Einmal. Etwas Feines für dich. Oh. Sieht gut aus. Boah, hoffentlich kriege ich das gepeilt. Eine Freude. Ah! Das ist nämlich, das ist ja schon mal ein böses Level. Vielleicht sollte ich echt das Windteil nehmen. Das war unglaublich. Boah, nicht nur Klickart, ey. Okay, da muss noch einer hin. Ja, das war's dann. Aber ich kann noch ein Fass hier hinstellen. Pfui. Ja, lieber dein Fuß als meine. Mist, gestorben.
Boah, die kommen alle weit gut durch. Das ist doch kacke. Das wird mir mehr wehtun als dir. Ach nein, andersrum. Pfui. So. Ja, die kommen hier durch noch. Wie viel kann ich noch? Einer kann ich setzen. Ich setze lieber in die Mitte. Boah. Und schon einige durchkommen. Einige ist ein bisschen viel. Ich hätte vielleicht einen Windring mitnehmen sollen. Ja, der ist abgefackelt. Falle sollten sich so langsam wieder regenerieren. Oh, nix hier weg. Immer kleine, kleine Bruder. Okay, einer kann wohl drüber durchgehen. Es ist aber ganz schön kritisch, Aloy. Was für eine Sauerei. Ist das eine Leber? Das hier ist für dich, alter Mann. So, das war knapp. Das war echt knapp. Gehe ich noch einen hier hin? Boah, da kommen jetzt immer mehr. Aber jetzt schon Welle 5 von 6. Die halten aber auch viel aus. Entweder ist mal Waffe zu schwach. Ja, also ich denke, meine Waffe ist echt zu schwach. Aber Alter, was ist mit der Maus los gerade? Ja. Und wenn ich sterbe, kostet das gleich 5. Bester Job aller Zeiten. What the? Ja, bester Job aller Zeiten. Bringt ja nicht viel, wenn du tot bist. Manchmal habe ich fast Mitleid bei den Orks. Obwohl, eigentlich nicht. Ich hasse Bogenschütze. Am meisten hasse ich sie, wenn sie zu nah rankommen. Ah, bin ich voll reingelaufen, ich Idiot. Ich will nach Hause, aber ich lasse euch nicht vorbei. Alter, dass die acht immer so schön treffen müssen, die Armbrustschütze. Hey, bleib da. Oh oh. Boah, das war knapp. Also krieg ich diesmal nicht viel. Ein Schädel, das wusste ich. Ich hab nicht viel diesmal. Eine Verbesserung kaufen. Aber ich kann nur den Scheiß doch verbessern. Ja, Speerfalle ist much better. Die benutze ich auch gern. Pfeilfallen werden aus einer größeren Entfernung ausgelöst. Ah ja. Okay, nächste Runde. Bogenschütze. Hilfe, Bogenschütze. D
Die Angriffe der Orks sind organisierter als sonst. Yep. Mir recht. Ich mag's, wenn die Gegner sich zur Massenschlachtung versammeln. Das nehmen wir mal mit. Mal gucken, wie das ist. Das nehmen wir mit. Mal gucken, ob das auch funktioniert. So, also hier wollen sie hin. Und von da kommen sie. Also einmal von da und einmal von daneben. Das bedeutet, ich mach hier erstmal zu. Ich mach. Mann, ich hoffe, es wird niemand verletzt. Hier immer zu. Nein, nein, tue ich nicht. Und hier, jetzt kann ich noch ein Bogenschütze setzen. Komme ich da hoch? Ah, da ist er drüber. Gut. Mein Bogen ist euer. Sie brechen durch. Ja, mehr kann ich im Moment nicht machen. So, dann gucken wir uns das beide so an. Kobolde. Die kommen von da. Der hat so Reichweite? Nö, leider nicht. Hat keine so große Reichweite. Los, los, los! Okay, 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 okay. Ich muss noch. Ich muss noch. Ich will noch ein paar Bogenschütze setzen. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht viel bringen werden. Bereit zu dienen. So. Ah, von da kommen sie diesmal. Also von da kommen sie wieder. Hört auf, auf mich zu schießen, ist unfair. Nur ich darf schießen. Was soll das heißen? Oh oh. Was für eine Sauerei. Jo, das kann schon laut sein. So. Das wird wehtun. Und dann machen wir noch den hier. Der ist zu hoch, aber dann können wir dahin machen. Und für dich auch. Wo ist das? Oh oh. Ah, die kleine Ratte, diesen Pulpe. Der Weg ist viel kürzer für die. Wie gefällt euch das? Schon wieder. So, jetzt setzen wir noch einer für die Sicherheit. Einmal. Zweimal. Kann ich noch drei setzen? Die sind nämlich richtig gut hier. Ich diene dem Orden. Und jetzt rotieren wir noch ein bisschen. Einmal. Zweimal. Klar, ich könnte jetzt hier auch noch hinsetzen und mache und tue, aber... nee. Drei Stück noch vorne. Eigentlich runterspringen könnte ich K.O.T. Ja, die Elfen sind schon gut. Kommt bestimmt ja klar, wieder die kleine Orge rennt. Kleine muss ich immer gleich gucken, dass ich die als erstes fortdrehe. Oh Gott. Wie kann ich hier noch zwei, wo ohne drunter ballern können? Die, wo oben auf der Palisade sind, sind schon cool. Aber ich glaube, ich brauche noch hier ein paar ohne drin. Gut. Rotate. Einmal, zweimal und dann machen wir noch
hier eins hin. Okay, da kommen die kleine Bastarde wirre. Die lösen nämlich alle Falle immer aus und dann hat man nämlich so ein bisschen Probleme. Na komm. Hörst du auf? Aua! Gleich mal die Probeschütze raushole. Ja, das ist schon eine gute Taktik mit den Jungs da. Ach nee. Ah, da ist noch Leber. Das kann man noch mitnehmen. Gut, wir können noch ein paar Sätze. Noch einen hier. Und noch einen hier. Da habe ich hier da drunter, da oben drauf. Also, da sollten sie jetzt nicht durchkommen. Oh, das ist eine Münze. Münze ist cool. Ey, hör auf mich zu schießen. Das ist ein bisschen kacke, so. Ja, wer will das nicht? Aber dann andere schon bitte. Oh, noch eine Münze. Ah, oh, das sind noch Kobold-Tücher. Ich bin umwerfend. Ja, okay. Drei Bogenschütze verloren. Schlechte Bilanz. Aber dafür wäre ich 6 Runde Schädel bekommen. Habe ich wäre 5. Ja, die kosten zum Aufwerte 14. Bogenschützenwächter kosten weniger. Ja, okay. Das macht Sinn. Dann fortfahren. Gucken wir uns schon das nächste Level an. Barrikade. Okay. Noch ein Angriff auf die Schwachstellen unserer Verteidigung. Man könnte fast meinen, die Orks würden dazulernen. Ja. Und woher kommen die Orks? Da? Nur da oder von da? Die gehen auch oben lang. Oh, lecko mio jetzt. Pfui. Echt jetzt, pfui. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie mache ich das jetzt? Die beste Barrikade mitnehme. Weil mir die Okri, die Bogenschütze fand ich gut. Die Speerfalle, das ist super. Ja, Teerfalle, das könnte ich noch mitnehmen, ist voll. Gut. Versuchen wir mal mit der Barrikade diesen Durchgang zuzumachen, dass er nur, im wahrsten Sinne des Wortes, nur da lang kommen könne. Hoffentlich funktioniert das. Das wird Spuren hinterlassen. So, da machen wir gleich mal Bogenschütze dahinter. Nennt mir ein Ziel. Ja, das war's schon. Mehr geht nicht. Oh, hoffentlich halte ich das auf. Da kommen sie! Na los! Pfui! Wir sind unter der Brücke! Hey, was soll ich denn machen? Tschüss, mach's gut! So. Das war lustig. So, dann brauchen wir die 6 Ammo hier. Ich dekoriere ein wenig um. Kobolde. Ich
Ist das schon? Ja, hoffen wir es. So, da kommt noch einer hin. Ich diene dem Orden. Heißt, der schießt auch schon drauf. Das ist gut. So, komm, Pfeilspitze. Oh, das war eben Glück, der Kobold noch mitgewischt hab. Okay, die Kobolde werden übel, wenn die durchkommen. Ah, da ist einer gerannt. Boah, der hat mir an mir vorbeigerannt, ich hab's nicht gesehen. Okay, da kann ich noch zwei Sätze, die sind gut. Bereit zu dienen. Nennt mir eine Richtung. So, dann hauen wir hier noch ein bisschen was davor. Etwas Feines für dich. Ja, was ganz Feines. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich beim Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Oder wie ich, besser gesagt. Checkt die Links von Cypher for Charity aus. Und wenn ihr könnt, lasst mal einen Groschen da. In dem Sinne, haut rein, genießt den Tag und tschüss.